Ja, haben sehr gut taktisch gespielt von der Ordnung her, haben kaum was zugelassen. Ja, erste Halbzeit haben wir ein bisschen verpasst, mehr nach vorne zu spielen, selbst die Initiative zu ergreifen und haben vielleicht ein bisschen zu schnell die Ballverluste gehabt. Aber wie gesagt, wir haben es Braunschweig extrem schwer gemacht, da durchzukommen. Haben kaum Möglichkeiten gehabt. Zweite Halbzeit haben wir selbst noch die Möglichkeit, dann durch den Alex Otto noch 1-0 in Front zu gehen. Ja, ist schade, mir tun die Jungs leid. Ja, die haben Mittwoch super gekämpft, gespielt, heute wieder und sind leider nicht belohnt worden. Ja, und so passen wir vielleicht einmal nicht auf und dann verlierst du das Spiel noch 3 Minuten vor Schluss. Das ist bitter. Aber ich denke, die Mannschaft kann viel Positives wieder aus dem Spiel ziehen und müssen jetzt alle Kräfte mal bündeln fürs letzte Spiel gegen Offenbach. Und wenn wir da wieder so auftreten, dann werden wir auch wieder punkten. Danke. Ich sage, wir sind heute auf eine Mannschaft getroffen, die defensiv insgesamt, muss man sagen, wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht hat und uns das Leben so schwer wie möglich auch bereitet hat heute. Trotzdem habe ich meiner Mannschaft gesagt, auch im Vorfeld der Partie, dass man wirklich hier dieses Spiel nicht direkt in den Anfangsminuten gewinnen muss, sondern wir müssen heute extrem Geduld wirklich mitbringen für dieses Spiel. Und das hat die Mannschaft gezeigt. Das spricht für sie natürlich auch, dass sie dann bis zum Schluss auch versucht hat, wirklich diesen Bock umzustoßen, die 3 Punkte zu holen. Das haben sie gemacht. Dafür ein Lob an die Mannschaft. Allerdings aber auch müssen wir sehen, dass wir hier heute wirklich glücklich gewonnen haben. Aber es sind die 3 Punkte, von denen ich gesprochen habe, die ganze Woche schon oder schon fast seit 4 Wochen, die wir endlich mal schmutzig geholt haben. Und das ist für mich heute das Wichtigste. Das habe ich auch im Vorfeld der Partie gesagt, dass heute alles zählt. Oder wie gesagt, dass heute nur zählt, wie wir an die 3 Punkte kommen. Und das haben wir gemacht, haben wir erreicht. Deswegen abhaken, Mund abputzen und nächste Woche Richtung Dresden schauen. 1. FC Saarbrücken, alles Gute. Mit der Leistung werden Sie mit Sicherheit Ihr Ziel, Klassenerhalt, erreichen. Dankeschön.